Wölfe. Entleere deine Taschen, sofort! Kommt nicht näher! Ich tue, was ich will! Ich habe seit gestern nichts gegessen. Bei den sieben Höllen! Ich weiß nur zu gut, was ich hier tue. Ihr werdet es alle noch sehen. Bitte was? Podifeld, deine junge Frau, lauft auf euren Gegner zu und drückt ganz schnell hintereinander die linke Maustaste, um euch die Kehle durchzubeißen. Ihr folgt bereits dieser Fährte, okay? Bei den sieben fällt ein Glück. Das wäre vielleicht nicht nötig gewesen, oder? Ich bin fertig mit diesem Feigling. Es wird Zeit, dass ich zurückkehre und Mormont von der Eismark-Mission berichte. Wo ist die Frau hin? Die Frau ist weg. Die hätte ja ruhig mal Dankeschön sagen können. Stärke. Machen wir mal höher. Leibwechsler. Was haben wir jetzt hier? Ihr gebt eurem Hund das den Fällen Gegner anzuspringen auf den Boden. Ihr habt den Leibwechsler. Entwaffnung. Sehr schön. Kampf. Haben wir wieder 7 Punkte. Dann erhöhen wir mal die Schwerter und die 2 Äxte und vielleicht noch 1-2 Geschosse. So. Wunderbar. Vorhin bei den Banditen hätten wir ruhig noch ein bisschen ausfragen können wegen dem Gold. Das wäre vielleicht doch nicht so schlecht gewesen, weil dann hätten wir uns gleich bessere Ausrüstung kaufen können. Obwohl, mit der Ausrüstung, die wir gerade haben, läuft es ja eigentlich nicht so schlecht. Also jetzt ab zur schwarzen Festung wieder mal. Zur Hauptbasis der Nachtwache. Denkt daran, regelmäßig zu speichern. Bis zum nächsten automatischen Speichern kann es eine Weile dauern. Ah, Moos! Der Lord Kommandant erwartet dich. Er hat mich auf die Suche nach dir geschickt und angeordnet, dass du bei deiner Ankunft sofort zu ihm kommst. Ich werde gleich zu ihm gehen. Mormont wird sich einen Moment gedulden müssen. Es gibt einige Dinge, die ich erledigen muss, bevor ich zu ihm gehe. Nun gut, Moos. Einer der Männer der Halbhand berichtete uns von den Ereignissen aus Eismark. Ich weiß, der Winter naht. Geh dich aufwärmen, Luthor. Ich gehe zu Mormont. Was muss denn der gute Moos noch machen? Oh Gott, was sind denn das alles hier für? So viele Quests. Du hättest ihn nach seiner Mutter schreien hören sollen. Ich hätte mir fast in die Hosen gepisst vor Lachen. So wird das gemacht, mein Freund. Nur so kann man diesen Wildlingen Respekt einflößen. So, wo müssen wir denn eigentlich hin für die Hauptmission? Können wir hier nicht irgendwie rein? Ah! Versammlungshalle. Niemand ist frei, nur Kinder und Narren sehen das anders. Tywin Lannister. Der gute alte Fadi vom Tyrion. So. Die meisten scheinen zuverlässige Kerle zu sein. Ich finde die jungen Hüpfer besser. Sie wirken zwar so unschuldig, aber passen sich meist besser an. Für einen älteren Mann, der bereits ein Leben hatte, ist es schwer, das Schwarz anzulegen. Hört ihn euch an. Jeder weiß, warum du die Jüngeren besser... Schmied. Zweihändig, zweihändig, zweihändig. Streitaxt, Säbel. Ach, 24 Silber. Wir haben ja im Moment noch gar nicht so viel. Rüstungshändler. Ach so, wir können dem ja auch was verkaufen. Stimmt, ja. Na,
Nein, nicht ablegen. Was haben wir noch? Stiefel. Das und das. Ja, das dürfte erstmal reichen. Alte Haube der Nachtwache. Einmal. Kleiden wir uns mal neu ein hier. Brandon Storms Brustharnisch. Oh, der kostet, das kostet 14 Gold. Ho, ho, ho. Kaufen wir das mal. Und dann holen wir uns mal Lord Kommandant Schild. Waffenmodus war 80. Na, ich würde sagen, wir lassen das erstmal. Wir lassen das erstmal und schauen uns derweil nochmal im Inventar um. So, okay. Dann können wir dem das noch verkaufen. Ja. Okay. So. Noch zwei ihrer Späher und folgten ihnen. Wir wussten, dass sie nicht alleine waren. Was wir allerdings nicht wussten, war, dass Gorn sie anführte. Als wir nach Eismark kamen, waren sie bereits Kregans Patrouille in die Arme gelaufen. Das tosende Kampfgetümmel wies uns den Weg zum Schlechter und seinen Männern. Wir trafen ein, als der Kampf in vollem Gange war. Ihr hättet es sehen sollen. Der Schlechter senste sie nieder wie Grashalme. Ohne ihre Bögen hätten diese Schweinehunde keine Chance gegen ihn gehabt. So, schau nur, wie sie sich den Ranzen vollschlagen. Ich habe mich schon immer gefragt, wie Bowen Marsh es schafft, das ganze Essen zu finden, um uns alle satt zu kriegen. Es gibt haufenweise Vorräte, die im Eis der Mauer eingefroren lagen. Ach, dort ist der Hauptmann. So. Gold. Besseres Archiv, ein Ziegel der Erkenntnis. Sehr schön, sehr schön. Na gut, dann reden wir mal mit dem Lord-Kommandanten. Jeor, Lothor sagte mir, dass du mich sofort sehen wolltest. Ja, einer von Corin Halbhands Männern traf vor dir ein und erzählte mir, was in Eismark geschehen ist. Hast du Poddy oder seine Überreste gefunden? Poddy wurde nicht von Wildlingen getötet. Poddy ist desertiert. Ich habe ihn in den Wäldern nördlich von Mulwarft aufgespürt und ihn getötet, als er eine junge Frau ausrauben wollte. Ich habe mich unterwegs außerdem noch um ein paar Banditen gekümmert, die Reisenden auflauerten, um sie zu überfallen. Plünderer so nah bei der Schwarzen Festung. Wenn wir doch nur genug Männer hätten, um mehr Patrouillen in die Schenkung zu schicken. Also hat kein einziger dieser Grünschnäbel den ersten Tag als Bruder der Nachtwache überlebt. Für den Moment weiß ich genug darüber, was dort geschehen ist. Moss, wir müssen noch eine andere Angelegenheit besprechen. Ich weiß nicht, ob du unten die Soldaten mit dem blauen Wappenröcken gesehen hast. Sie gehören zu den Männern von John Arryn, der Hand des Königs. Ah, die Männer, von denen du mir erzählt hast, bevor ich nach Eismark aufgebrochen bin? Die Männer, die mich sehen wollten? Ja, dieser Nachricht zufolge suchten sie nach einem der Helden der Schlacht am Hirschberg. Du bist hier der Einzige,
auf den diese Beschreibung passt. Wissen wir mehr darüber, was Sie von mir wollen? Ja. Sie übergaben mir einen Brief von John Arryn. Lies ihn und sieh selbst, worum es geht. Lieber Freund, leider habe ich keine guten Neuigkeiten für dich. Ich kann mir vorstellen, dass es keine einfache Entscheidung war, sich der Nachtwache anzuschließen. Ich habe deine Entscheidung respektiert, ohne sie zu hinterfragen, weil ich dankbar war, dass du überhaupt noch am Leben bist. Die dunkle Stunde liegt über uns. Ganz gleich, wie weit du gehst oder wie viele Jahre vorüberziehen, für mich wirst du immer der Held vom Hirschberg sein, der Mann, der an meiner Seite kämpfte, und diesem Mann schreibe ich heute. Hier nehmen die Dinge langsam Gestalt an und das Finale wird sehr schwer werden. Ich mache mir Sorgen um das Reich, denn seine Feinde sammeln sich in den Schatten, um sich auf den Angriff vorzubereiten. Vielleicht bin ich im Laufe der Jahre zu vorsichtig geworden, aber du kennst mich und ich bin zu alt, um mich zu ändern. Ich habe Angst um mein Leben. Vor nicht so allzu langer Zeit habe ich von einer jungen Frau mit großer Bedeutung erfahren. Leider kann ich dir weder mehr berichten, noch ihren Schutz gewährleisten. So misstrauisch bin ich gegenüber den Menschen, die mich umgeben. Du musst sie für mich finden und sie schützen. Ich vertraue dir, mein Freund, und das Schicksal des Reiches liegt in deinen Händen. Der Überbringer dieses Briefes, Sir Godric, ist vertrauenswürdig. Er wird mit dem Lordkommandanten Jeor Mormont sprechen und alles Nötige für deine Aufgabe zu arrangieren. Er wird dich auf der Suche nach ihr begleiten. Ich habe das Mädchen zur Mauer schicken lassen, damit sie dich dort trifft. Sie befindet sich an einem Ort, an den du deinen Brüdern nie folgen würdest. In der Dunkelheit, die du stets mit einem Gedanken an deine Frau Serena aus deiner Seele vertrieben hast. Ich wünsche dir viel Glück, John Arryn. Arryn, dieser gerissene alte Fuchs hat sich kein bisschen geändert. 15 Jahre habe ich nichts von ihm gehört. Und nun bittet er mich plötzlich um einen Gefallen. Ich bin nicht einmal überrascht. Warum erhältst du eine persönliche Nachricht von der Hand des Königs? Er ist ein alter Freund. In Robert Baratheons Rebellion kämpften wir Seite an Seite. Er hat mir mehr als einmal das Leben gerettet. Es gibt da einen Abschnitt, den ich nicht verstehe. In ihm werden eine Frau, die Dunkelheit und deine Gemahlin Serena erwähnt. Was hat das zu bedeuten? Arryn ist ein helles Köpfchen. Diese Nachricht kann nur ich entschlüsseln. Während des Krieges, als wir zusammen kämpften, kam ich kein einziges Mal auf die Dienste einer Hure zurück. Arryn wusste das und zog mich damit auf. Er sagte immer, ich würde die Dunkelheit fürchten, die in Bordellen lauert. Ich antwortete ihm, dass nur ein Gedanke an meine Frau ausreichend sei, um jede Dunkelheit zu vertreiben. Die Frau, die er in seinem Brief erwähnt, muss in einem Bordell unter den Huren versteckt sein. Das einzige mir bekannte Bordell in der Nähe befindet sich in Mulwarft. Der alte Arryn kennt mich gut. Auch 15 Jahre später bin ich meiner Frau noch treu. Es ist gut, dass du die Sittsamkeit unseres Ordens in Ehren hältst, Moss. Aber tust du das aus den richtigen Beweggründen? Unser Eid ist eindeutig. Wir müssen unsere Familien zurücklassen. Wenn du deinem Eid treu bleibst, dann nicht wegen deiner Liebe zu Serena, sondern weil du die Nachtwache respektierst. Aber ich werde meine Frau nie vergessen. Ich erfülle meine Pflicht, Jeor. Das ist alles, was es dazu zu sagen gibt. Meine Erinnerungen gehören mir allein und du kannst sie mir nicht nehmen. Wie dem auch sei, er muss sich in ernster Gefahr wähnen, wenn er eine derart kryptische Nachricht verfasst. Das verheißt nichts Gutes. Ich habe mit seinem Gesandten gesprochen, Sir Godric Dornhall. Er hat mich davon überzeugt, dass sein Auftrag nicht im Widerspruch zu unseren Pflichten steht. Und wenn wir ihnen helfen, wird Arryn König Robert davon überzeugen, die Rekruten, Materialien und Vorräte zu schicken, die wir so dringend brauchen. Mulwarft liegt in der Schenkung, unter der Jurisdiktion der Nachtwache. Du hast meine Erlaubnis, dich mit Sir Godric auf den Weg dorthin zu machen. Danke, Jeor. Endlich werde ich meine Schuld John Arryn gegenüber begleichen können. Vergiss nicht, Moss. Die Nachtwache mischt sich nicht in Politik ein. Wenn du etwas aus irgendeinem Grund verdächtig findest, kehre zur Schwarzen Festung zurück. In Ordnung. Nun werde ich mich auf die Suche nach diesem Godric machen. Trefft euch mit John Arryns Boten, Sir Godric Dornhall. Er wartet euch im Erdgeschoss der Versammlungshalle. Den haben wir ja schon vorhin gesehen. Dort unten muss er dann irgendwo stehen, glaube ich. Und das werden wir dann alles in der nächsten Folge machen. Ich hoffe, ihr seid auch dann wieder dabei.
Ich verabschiede mich für diese Folge. Bis zur nächsten Folge. Haut rein.